Brauerei Aarebier ist am 26. August 2006 mit einem grossen Eröffnungsfest eingeweiht worden. Bei diesem Fest sind unschlagbare 6'000 Liter Bier konsumiert worden. Für unser Aarebier zu brauen, brauchen wir nur drei verschiedene Rohstoffe. Das sind nämlich der Gerstenmalz, den wir von der Firma Weiermann beziehen, Hopfen und Hefe. Für ein Aarebier zu produzieren, für 2'000 Liter Bier, verwenden wir 400 Kilo Gerstenmalz und 2 Kilo Hopfen. In diesen zwei Pfannen, die wir jetzt sehen, wird Bier braut. Das hier ist die Maischen-Würze-Pfanne. In dieser Pfanne wird Maischen gekocht und dann anschliessend die Würze mit dem Hopfen zusammen noch einmal gekocht. Hier im Lütenbottich wird dann der ganze Malztreber vom Bier getrennt, respektive Bierwürze wird hier durch den Malztreber durchgesiebelt. Malzschroten, einmeischen und meischen. Am Anfang werden die 400 Kilo Gerstenmalz in einem Malzvorlagenbehälter vorgelegt. Und das ist alles in Sackware, in 25 Kilo Säck. Danach wird der Gerstenmalz geschrotet und schließlich in der Maischenwürzepfanne eingemeischt. Das sieht man hier, da kommt der geschrotete Gerstenmalz mit 2'000 Liter Wasser in die meisten Würzepfanne rein, wo es dann bei verschiedenen Temperaturraster gemeischt wird. Beim Meischen wird ständig das Rührwerk laufen, dass von unten, im Prinzip wie bei einer Bratpfanne, die Hitze, die von unten kommt, dass die ganze Meische nicht unten anbrennt. Nach mehreren Stunden Maischen wird die ganze Maische dann über in Lütenbottich gepumpt und dort in sich innen selber gesiebelt, dass am Schluss nur noch der grosse Malztreberkuchen übrig bleibt. Ein Teil der Maische wird auch noch gekocht und dann auch noch in Lütenbottich über gepumpt. Für unser Aarebier zu brauen, verwenden wir drei verschiedene Hopfensorten. Eine von diesen Hopfen beziehen wir aus Solothurn, das ist Bio-Hopfen, und die anderen zwei Sorten sind die hochwertigsten Aromahopfen, die es bei uns in der Schweiz gar nicht gibt. Darum beziehen wir die aus Deutschland. Das sind sogenannte Hopfenpellets, also das sind Hopfenblüten, die getrocknet werden, die Stille rausgenommen und Blättchen rausgenommen werden und am Schluss dann getrocknet und presst werden zu Würfeln. Wir wägen die Gramm genau ab und die drei Sorten werden zusammen vermischt, für dann bei diesen zwei Hopfengeber in die Würze eingebracht zu werden. In diesem Teil des Prozesses des Bierbrauen wird der Hopfen mit der Bierwürze vermischt. Der Hopfen muss minimum 1,5 Stunden lang mit der Bierwürze zusammen gekocht werden, für das Bier dann auch die gewünschte Bittere erreicht damit.
Nachdem der Malztreber mit der Würze ausgewaschen wird, respektive kein grosser Zucker mehr enthaltet, wird er aus dem Lütterbottich raustransportiert in zwei grosse Gebinde, wo schließlich nachher von einem Nachbarbauer abgeholt wird, für die Kühe zu verfüttern, und die geben dann sehr gutes Fleisch. Nach den 8,5 Stunden Bierbrauen wird schließlich die Bierwürze dann in Gär- und Lagerkeller rübergepumpt, in einen von diesen Tanks, wo noch der letzte Rohstoff, die Hefe, dazukommt. Hier bei der Flaschenwaschmaschine werden unsere Mehrwegflaschen gereinigt, rund 20 Minuten lang, dass sie dann wieder zum Füllen bereit sind. Hier bei der Flaschenfüllmaschine werden rund 2.500 Flaschen in der Stunde abgefüllt. Die Maschine hat 12 Füllorgane und 4 Verschliesser. Sensorische Kontrolle mittels Degustation sowie die mikrobiologische Kontrolle im Labor von jeder Charge gehören zu einem professionellen Qualitätsmanagement, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Der letzte Prozess von der Produktion ist noch das Etikettieren von der Flasche und schließlich das Einpacken von der Flasche in die Tarasse. Nachdem der Produktionsprozess abgeschlossen ist, werden all unsere Bier restlos im Kühlraum gelagert. Bis die Bier an den Verkaufsort kommen, werden sie maximum 2 Wochen im Kühlraum gelagert. Das heisst, wir bieten unseren Kunden das Bier fresh in time an. Unser gekühlt gelagerte Bier wird mit dem eigenen Team
an Verkaufsort vertrieben. Prost miteinander auf einen guten Schluck Ahrenbier.